Mission Tali, Mass Effect 2 lässt grüßen. Hallo und herzlich willkommen. Und wir docken an. So, wir nehmen Miranda mit. Von der Wadi hat jetzt Gruppenpunkt 3 erhalten. Wir leider noch nicht. Und das sieht ja auch schon hier sehr gut aus. Also bei den Vorbildspunkten. Und das kriegen wir dann freigeschaltet, wenn wir die, wenn sie loyal ist. So. Dann gucken wir mal auf die Waffen, was er hat. Eine Schrot und eine Waffe und eine Handkanone ist auch gut. Shuriken Tempest. Das beides mal sicherlich. Ich werde jetzt auf den guten alten Granatwerfer benutzen. Und hier könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen einige Feinarbeit machen. Okay. Erbitte Undock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Zeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Talizora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Wow. Für mich ist jetzt diese Mission für mich blind. Talizora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, Aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie Aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Das klären wir später, Tali. Wie sieht unser nächster Schritt aus, Captain? Ich habe den Befehl, Talizora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Okay. So. Für diese Mission ist das jetzt für mich blind. Also wundert euch nicht, warum ich jetzt hier mehrmals sterbe. Und das ist hier jetzt das Schiff der Quarianern. Also sieht man jetzt hier mehr als zuvor. Es ist schon 57 schon. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir gucken. Sie sollten mit Admiral Rahn sprechen. Sie wartet da vorne auf Sie. Okay. So, Ich fasse es nicht, dass Sie Talizora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Ich glaube nicht, dass sie sowas macht. Talizora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für Sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Wow. Das sind wirklich sehr viele. Talizora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran!
Shepard West Normandy, das ist Admiral Sharla Ron West Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ron, du hast West Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Baslima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Und Meran hat eine komische Gasmaske, das ist eigenartig. Wow, das sind sehr viele, ey. Unglaublich. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Serai. Die Angeklagte, Tali Zora West Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch. Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard was Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Kleine Grafikbug. Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Das ergibt keinen Sinn. Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters.
Fehler. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Okay, das scheint wohl interessant zu sein. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Möchten Sie hier noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Okay, ich mache jetzt kurz hier Pause. Also, ich mache kurz Pause, bis gleich. So. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Du hast mich hintergangen, Schala. Du hast Captain Denner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Alarai zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Ich weiß, dass Sie versuchen, ihr zu helfen, Admiral, aber das ging etwas zu weit. Es tritt sonst niemand mehr für Sie ein, Shepard. Ich tue bereits alles, was in meiner Macht steht. Ihr Vater hätte das auch gewollt. Sag doch sowas nicht. Er könnte auf dem Schiff immer noch am Leben sein. Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Nicht besonders, nein. Weitergehen? Viel Glück auf der Alarai. Admiral. Wenn jemand die Alarai zurückerobern kann, dann Tali Zora. Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück. Und erledige unterwegs ein paar Geth. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Gerald Vasnima. Sie haben Admiral Chorus ordentlich in die Schranken gewiesen.
Es freut mich, dass Talis Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Ich will nur Tali helfen, Admiral. Schön, dass das überhaupt jemand tut. Sie glauben doch, dass ich unschuldig bin, oder nicht, Admiral? Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Danke für die Informationen. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. Okay. Das ist Admiral Kibos. Wir gehen jetzt weiter. Weil wir werden ja hier keine Gespräche machen. Oder wir machen keine Gespräche. So, der Rest, so, das ist jetzt alles für mich ein bisschen blind. Weil das ist ja die Mission von Tali, die ich vergessen habe. Und hier geht's. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen. Ist die Schattenwache? Okay. Selbst bei der Anhörung denkt Tali Zora als erstes an den Schutz der Flotte. Tali Zora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Gerd gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den Ion zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai? Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Tali Zora. Kila Selai. Kila Alisai. Oh, cool. Eine Katze hin. Das ist schön. So, wir sind jetzt auf der Alarai. Hier mache ich mal lieber einen Sicherheitssafe. Man weiß ja nie, was hier kommt. Ich habe leicht Hust rechts und da sind Gats. Und das sind jede Menge. Mal schnell mal die Disruptor-Munition. Bin gleich da dabei. Ich hab's. Yeah. Was kannst du so? KI-Haken, Kampfdrohne. Ah, das ist interessant. Hier ist eine Tür. Ein Medizinschrank ist interessant. Ein Terminal zum Hacken. Hier ist was. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben.
Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Watcher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich Ihnen hergeschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Das werden wir vielleicht erfahren hier bei diesem Let's Play. So, ein Terminal zum Hacken. Oh. Oha. Aha, okay. Verzeihung. Eine Tür. Ein Monitor. Ich könnte meinen Monitor nehmen. Stärke. Ah, da habe ich was vergessen. Interessant. Feinde vor uns! Das ist ein Laptop. Gut. Los geht's! Das war bloß ein Ena. Und da kommen wieder welche. Das waren sehr viele Einheiten. Ist ein Wandsafe. Der ging auch richtig sehr gut schnell. Okay, hier ist eine Wandkonsole. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole.
Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte Ihr Fax sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Ja, das muss ich ja jetzt mal machen. Vorbitz 4 Punkte. Oh, das sieht gut aus. Und der hat jetzt keine Namen mehr. Das ist wunderbar. Oha. Wir sind aufgeflogen. Ab einen. Das waren ganz schön viele jetzt. 2400 Credits, okay. Was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme.
Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Kämpfe sind aktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helm Garrel und Darok Sen die Daten sehen, sie müssen. Danke, Dad. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Dev-Konsole deaktivieren. Und da haben wir schon wieder ein paar V-Blitzpunkte bekommen. Nice! Ein Wandsafe zum Umgehen. So, dann gucken wir mal uns die ganz... Dann heißt es erledigen. Sehr schön. Noch ein Wandsafe zum Umgehen. Energiezellen, wunderbar. Modellschiff. Wow. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um Ihre Familien online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich würde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiral nicht und sonst auch niemandem. Raya Zora hat von ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden.
Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären wir uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Und wieder zurück. Zum Prozess zurückkehren. Gehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass... So, wir müssen jetzt wieder zurück. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali Zora, was Normandy hat die Alarai gerettet. Hoffentlich beweist das Ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur Ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir Ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn Sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor dem Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Alarai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen Sie nicht. Aber Sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin Ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage Ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Es war mir eine Ehre, für eine Freundin sprechen zu dürfen, werte Admirale. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora was Normandy. Kea Serai. Yay, geschafft! Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Tali, wegen dem, was Ihr Vater gesagt hat über seine Taten, Sie haben etwas Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres, Shepard. Ich habe Sie. Kommen Sie, Tali Zora, was Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das könnte sich noch als nützlich erweisen.
Mission beenden. Wow. Wow. 32? Pohoho. Ich fass es nicht. Das ist geil. Okay, wir schließen jetzt die Mission beenden. Damit ist die Mission fertig. Saugt der kinetischen Barriere des Feindes Energie ab und damit ihre eigene Schild zu stärken. Das Outfit ist freigeschaltet. Gefschildstärke, Tech-Schaden, Credits und das war's. Wir haben was Wunderbares bekommen, nämlich die Trophäe Verrat bekommen, indem man die Loyalität von Tali bekommt. Wir haben jetzt zwei neue Forschungen bekommen. Einmal den Tech-Schaden. Jetzt haben wir schon einen höheren Tech-Schaden. Und wir können jetzt die Gef-Schildstärke uns holen. Für den Legion. Und ja, ich glaube, das war's. Gruppenmitglieder mit Gef-Schilden erhalten 25% Schildstärke. Okay, wir haben nichts. Und deswegen geht es los mit den FFS, Freund. Und wir sind hier noch bei dem Planeten hier noch. So. Aber nach den FFS werde ich jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen machen. Das kann ich alles offscreen machen. Und hier ist sehr, sehr viel noch zu machen. Wie zum Beispiel der Gef-Überfall. Wir gehen erstmal wieder zurück zur Normandie, aber wir können erstmal auch hier hin. Das können wir alles später machen. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal von Mass Effect 2. Tschüss. Euer Sound.